Hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe heute ein Video für euch, was meiner Meinung nach schon ganz, ganz lange überfällig ist. Ich habe diesen Kanal jetzt seit über einem Jahr. Ich hatte dazwischen mal eine etwas längere Pause, also von mehreren Monaten, und habe dann so richtig wieder dieses Jahr angefangen. Mir ist aber dann vor kurzem aufgefallen, ich habe kein Intro-Video auf meinem Kanal. Ja, also ihr wisst eigentlich so überhaupt nichts über mich. Ihr wisst nicht, warum ich diesen Kanal erstellt habe, und ja, das finde ich eigentlich alles in allem ziemlich blöd. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal einen Tag, erzähle vorab ein bisschen, also ganz, ganz knapp etwas über mich, und ja, dann habt ihr mal so grob ein Bild, wer ich bin und warum ich hier mit YouTube angefangen habe. Das finde ich eigentlich immer ganz nett und wie gesagt, ist eigentlich schon ganz, ganz lange überfällig, aber besser spät als nie. Der Tag ist eigentlich auf Englisch, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Die Fragen stehen jetzt hier auch auf meinem Laptop auf Englisch. Das heißt, ich werde das jetzt gleich so ein bisschen übersetzen müssen, aber das wird schon funktionieren. Es sind auch nur 7 Stück. Ich werde einfach versuchen, diese Fragen zu beantworten. Jeder, der mitmachen möchte, kann das gerne tun. Ich schaue sowas nämlich auch immer total gerne. Ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Erstmal was zu mir. Ich bin Sibylle, jeder nennt mich aber eigentlich Sibby. Das ist mir auch lieber. Ich mag meinen Namen gar nicht so gerne. Meinen Spitznamen finde ich ganz cool. Ich höre auch tatsächlich eher auf den als auf Sibylle. Das ist einfach irgendwie so. Seit ich denken kann, nennt man mich so. Deshalb ist das auch in Ordnung. Ich bin 26 Jahre alt, komme eigentlich aus Bayern. Da bin ich aber schon ganz, ganz lange nicht mehr. Also ich muss jetzt gerade selber überlegen, wie lange ich schon hier bin. 7 Jahre oder so. Also ich wohne auf jeden Fall mittlerweile in Köln. Und das gefällt mir hier so, so gut. Ich möchte nicht mehr weg. Das eigentlich mal so als kleines Intro vorab zu mir. Ich denke, den Rest werden die Fragen klären. Ich hoffe es zumindest. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Die erste Frage ist, warum hast du einen YouTube-Kanal erstellt? Ja, ich hatte die Idee schon länger. Ich gucke YouTube-Videos, seit ich denken kann tatsächlich. Früher war das eher so Richtung Mode und Beauty, das habe ich immer gern geguckt. Mache ich heute immer noch, aber nur ab und zu, ganz, ganz selten. Also mittlerweile konsumiere ich selbst eigentlich auch nur noch Buchvideos und dann halt mal, ja, je nachdem, was mich interessiert, dann so spontan. Aber ich habe schon immer Videos geguckt. Und irgendwann war bei mir dann auch so der Punkt da, dass ich mir dachte, hey, da hättest du eigentlich total viel Spaß daran. Ich habe schon immer sehr gerne gelesen und sehr gerne geschrieben. Das mache ich ja auch beruflich. Und deshalb war einfach dieser Gedanke schon immer da. Und irgendwann war es einfach so, dass ich dachte, du fängst jetzt an, weil wenn du es jetzt nicht tust, dann machst du es nie. Dann habe ich einfach angefangen. Ich weiß gar nicht, was mein erstes Video war. Ich glaube, das waren so Lifestyle-Favoriten. Also jetzt auch nicht irgendwie großartig was Besonderes. Eigentlich könnte ich dieses Video auch mal runternehmen, weil das ist auch ganz, ganz schrecklich. Und dann habe ich irgendwann dann auch mal ein Video gemacht, indem ich erklärt habe, was man beim Hausarbeitsschreiben beachten muss. Also das war dann auch nochmal in eine andere Richtung, bis ich dann tatsächlich wirklich auf Bücher gekommen bin. Ich dachte, es ist einfach naheliegend, über dieses Hobby zu schreiben, was ich halt einfach schon immer habe. Zu der Zeit, als ich angefangen habe, war einfach die Gewichtung noch so ein bisschen anders, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht allzu viel gelesen habe. Und da komme ich gleich aber noch genauer drauf zurück, warum, weshalb, wieso das so war. Also ich habe diesen Kanal einfach gestartet, weil ich mir dachte, ich möchte über etwas sprechen, was meine Leidenschaft ist und worüber ich mich nicht mit allzu vielen Leuten aus meinem privaten Umfeld austauschen kann. Ich kenne ein paar Personen, die genauso gerne lesen wie ich, aber die sind tatsächlich eher so in der Unterzahl. Die meisten können damit nicht so viel anfangen, beziehungsweise lesen vielleicht ein Buch im Jahr oder so. Und da dachte ich dann immer, wenn ich ein Buch beendet habe, ich möchte darüber sprechen. Also dieses Gefühl hatte ich ganz, ganz oft. Und gut, ich kann meinen Freund zutexten, ich kann auch andere Leute zutexten, aber das interessiert die halt vielleicht auch nicht immer so. Und deswegen dachte ich, hey, hier hat man so eine Community, mit denen man darüber sprechen kann. Das gleiche gilt auch für Instagram. Und da habe ich so tolle Leute jetzt schon gefunden, dass ich einfach froh bin, das gemacht zu haben. Also ich habe es zu keiner Sekunde bereut. Die zweite Frage, die finde ich sehr, sehr schwer und die kann ich tatsächlich nicht so wirklich beantworten. Die Frage lautet, mit welchen tollen und einzigartigen Dingen ich BookTube bereichern kann.
Das, ich finde, das kann man so nicht über sich selbst sagen. Also ich würde mir das zumindest nicht selbst anmaßen wollen. Das finde ich wahnsinnig schwierig. Für mich ist eigentlich jeder einzelne Booktuber für sich einzigartig. Ich glaube nicht, dass es zwei Menschen auf dieser Welt gibt, die ein Buch eins zu eins genau gleich lesen. Klar, es gibt immer Meinungen, die sich decken, aber jeder hat auch so was ganz Einzigartiges, was er vorstellen kann. Gedanken, die er hat, die er an andere weitergeben kann. Das finde ich toll. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Video gesehen, in dem irgendjemand eins zu eins das gesagt hat, was jemand anderes gesagt hat. Das war nicht so. Jeder hat immer etwas ganz Individuelles mit hineingebracht in die Diskussion und deswegen, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich denke, ich bin sozusagen genauso einzigartig wie jeder andere von uns. Ja, so könnte ich es vielleicht sagen. Bei der dritten Frage geht es inhaltlich eigentlich darum, worauf ich mich am meisten freue, seit ich diesen Channel habe. Also hier steht natürlich, what are you most excited for about this new channel? Mein Channel ist ja nicht mehr allzu neu, ne? Aber ich kann trotzdem sagen, worauf ich mich hier freue. Das ist einfach der Austausch mit euch. Also im Laufe der letzten Monate ist das auch ein bisschen mehr geworden. Am Anfang ist die Zeit ja immer so ein bisschen hart. Da hat man das Gefühl, man spricht mit sich selbst. Das ist dann halt auch einfach so, ja. Aber einfach sich über Bücher zu unterhalten, egal ob das jetzt unter meinen Videos ist oder ob ich andere Videos schaue und da dann kommentiere, das ist einfach das, worauf ich mich freue. Und ich finde es auch tatsächlich immer cool, wenn ich jetzt zum Beispiel eine bestimmte Meinung habe, die ich dann vorstelle, wenn jemand drunter schreibt, hör mal, das sehe ich überhaupt nicht so, meine Ansicht ist so und so, dann kann ich auch selbst nochmal das Ganze überdenken. Das finde ich einfach immer toll und bereichernd, ja, weil ich ja natürlich auch nicht alle Details so sehe oder auf manche Dinge gar nicht komme. Und das ist das, ja, worauf ich mich am meisten freue. Ich glaube einfach, dass man da ein allumfassenderes Leseerlebnis hat, weil man Gedanken von verschiedenen Menschen zusammenbringen kann. Die vierte Frage, warum liebe ich es zu lesen? Ich glaube, das kann ich auch recht knapp sagen. Ich mag es einfach, dass man sich in andere Welten begeben kann, sich in andere Menschen hineinversetzen kann und auch seinen Horizont erweitern kann. Es kommt natürlich immer ganz darauf an, welche Bücher man liest. Es gibt welche, die ich zur reinen Unterhaltung lese. Dazu zählen zum Beispiel New Adult oder Thriller. Wobei Thriller, das kann dann auch manchmal, wenn das ein psychologischer Thriller ist, dann ist der für mich auch Horizont erweitern. Wenn ich jetzt beispielsweise Reiselektüre lese, weckt das in mir die Vorfreude, aber es hilft mir auch dabei, gewisse Länder, gewisse Kulturen, ja, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und Biografien, klar, das ist für mich halt sowieso immer toll, wenn ich eine Biografie über eine Person lese, die mich interessiert, dann ist es für mich einfach nur inspirierend. Und dazu gehören auch so, sage ich mal, ja, Lebensratgeber, hört sich jetzt ein bisschen drastisch an, so meine ich das jetzt gar nicht, aber einfach Bücher wie zum Beispiel The Big Five for Life, die dazu führen, dass man sein eigenes Leben, sein eigenes Handeln überdenkt und man kann einfach so viel draus ziehen. Ja, also man muss nicht zwingend jede einzelne Erfahrung selbst machen, sondern kann die auch in Büchern lesen von Autoren, die die Erfahrungen gemacht haben. Also das ist auch schon ein Punkt, was ich am Lesen liebe. Fünfte Frage. Welches Buch bzw. welche Buchreihe hat dich dazu veranlasst zu lesen? Ich glaube, so richtig war das damals Twilight. Ja, doch. Ich mag ja eigentlich überhaupt kein Fantasy, deswegen ist das umso witziger. Ich habe es damals vor Twilight mit den Harry Potter Büchern versucht. Das war ein Desaster. Ich fand die so schrecklich damals schon. Und es tut mir leid, wenn ich mir hier Feinde mache, aber das war halt einfach so. Und dann kamen die Twilight-Bücher und da fing es dann richtig an. Die habe ich einfach durchgesuchtet. Ich glaube sogar auf Englisch oder einen Teil auf Englisch. Also ich habe die geliebt. Davor habe ich auch immer so ein bisschen gelesen. Zum Beispiel die wilden Hühner, die waren ganz hoch im Kurs. Aber ich war zum Beispiel im Vergleich zu meiner besten Freundin gar nicht jemand, der so viel liest. Also im Verhältnis, nee, ich würde nicht sagen, ich habe allzu viel gelesen. Der Durchbruch sozusagen kam dann erst so richtig bei den Twilight-Büchern und ab da wurde das dann auch immer mehr. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es eine bestimmte Zeit gab, in der ich überhaupt nichts gelesen habe. Und die dauerte tatsächlich über mehrere Jahre an.
Ich kann auch ganz genau erklären, wann das war. Und zwar war es so, dass ich zu der Zeit studiert habe und es war ein Studium, was sehr zeit- und arbeitsintensiv war, auch sehr schreib- und leseintensiv. Und nebenbei habe ich dann auch noch 30 Stunden gearbeitet und der Job war ebenfalls sehr schreib- und leseintensiv. Als ich dann abends nach Hause kam, musste ich dann immer noch lernen, mich vorbereiten für die Uni und so weiter und so fort. Ich hätte in diesem Moment wirklich alles lieber gemacht, als mich nochmal hinzusetzen und zu lesen, obwohl das dann natürlich andere Lektüre war. Aber in der Zeit habe ich dann wirklich, das muss ich ganz ehrlich sagen, so eine gewisse Abneigung gegen das Lesen entwickelt. Das war natürlich sehr unschön, war dann auch nicht gerade förderlich, weil das auch im Studium dann immer so eine Last war, die ganze Zeit zu lesen und zu schreiben. Aber mit einiger Zeit Abstand, und mein Studium ist ja jetzt auch wieder ein bisschen her, konnte ich mich dann wieder reinfinden in das Ganze. Und ich war so glücklich, dass ich das für mich wiedergefunden habe. Also ich kann es wirklich keinem sagen. Ich habe aber auch zu dieser Zeit dann für mich gelernt, hey, wenn du nicht lesen möchtest, dann lass es, weil es hat überhaupt keinen Sinn. Ich habe es damals mehrmals versucht und meine Wut auf mich selbst wurde dann nur größer, weil ich mir so dachte, ey, warum kannst du dich nicht hinsetzen und es einfach so lesen, wie es früher ging? Und ich habe halt auch überhaupt keinen Spaß dran gehabt. Ich konnte mir die Geschichte dann auch nicht merken, weil ich einfach gedanklich wo ganz anders war und nicht eintauchen konnte. Ja, dann wird gefragt, welche Fragen ich meinem Lieblingsbooktuber stellen würde. Ich glaube, ich würde tatsächlich das fragen, was jetzt hier auch schon in den Fragen steht. Ich würde wissen wollen, welches Buch oder welche Buchreihe zu dieser Begeisterung fürs Lesen geführt hat. Wenn ich jetzt an meine Lieblingsbooktuber denke, und da ist zum Beispiel vor allem Paddy Loves Books zu nennen, da denke ich mir immer so, wow, das ist richtig cool, mit welcher Begeisterung sie die Bücher vorstellt. Also man merkt, wie sie das liebt, ja, also diese Leidenschaft einfach. Und da denke ich mir immer, welches Buch war das, mit dem du angefangen hast, was diesen Weg geebnet hat sozusagen, ja. Also das ist, glaube ich, schon mit die interessanteste Frage, die ich mir vorstellen kann. Wahrscheinlich würde ich auch wissen wollen, welche Autoren sie gerne treffen wollen würden und aus welchem Grund. Aber sonst fällt mir so spontan nichts ein. Jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage. Hier wird gefragt, mit welchen Herausforderungen meiner Meinung nach das Erstellen eines BookTube-Kanals verbunden ist, beziehungsweise nicht das Erstellen, aber generell, dass man halt einfach anfängt damit, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, also klar, man kann natürlich sagen, es könnte hin und wieder einige Daumen runter geben, negative Kommentare und so weiter. Aber ich denke, wenn man damit anfängt, muss man sich dem Ganzen einfach bewusst sein. Und ganz wichtig ist, dass man das halt nicht allzu persönlich nimmt. Klar, ich verstehe das halt schon, wenn man jetzt sich diese Mühe macht und es ist einfach auch Arbeit, das zu filmen, zu schneiden und so weiter und dann kommt fast nur negatives Feedback, dann wäre das schon ziemlich niederschmetternd und man würde sich wahrscheinlich denken, für was mache ich das überhaupt? Ich würde aber behaupten, zumindest von dem, was ich bisher so gesehen habe, dass das eigentlich eher weniger der Fall ist. Ich denke, im Großen und Ganzen ist die Resonanz meist schon immer recht positiv und ich empfinde BookTube als sehr freundliche Community. Wie gesagt, ich habe früher ja ganz viele Mode-Beauty-Videos angeguckt und da war die Grundstimmung schon etwas anders, so für mein Gefühl. Das ist natürlich klar, was ich persönlich als Herausforderung sehe, also viel mehr als Herausforderung sehe, ist eher, dass ich meine Gedanken gut rüberbringen kann. Wenn ich ein Buch habe, was mich total begeistert, dann möchte ich das natürlich mit euch teilen. Ich möchte euch zeigen, was ich daran so toll fand. Oder wenn es ein schlechtes war, möchte ich natürlich auch gut begründen können, was mir nicht gut gefallen hat. Und da bin ich dann schon manchmal so, dass ich dann meine Grenzen stoße. Also ich mache mir auch dann immer so einen Plan, schreibe Notizen auf, was genau ich sagen möchte. Ich glaube, anders wäre ich verloren. Und dann bin ich mir hinterher unsicher, ob das genau so rüberkommt, wie ich mir das vorstelle. Das ist für mich die größte Herausforderung eigentlich. Das war auch schon der Tag. Ich musste tatsächlich an der einen oder anderen Stelle etwas länger überlegen. Hier habe ich mir nämlich keine Notizen gemacht. Das wollte ich jetzt einfach relativ spontan machen. Ja, aber ist ein cooler Tag, um die Person hinter der Kamera ein bisschen näher kennenzulernen, finde ich. Also jeder, der will, macht gerne mit. Da freue ich mich sehr. Wie gesagt, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, stellt die gerne. Ansonsten sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal und macht's gut.